Willkommen zurück zu SFS. Heute habe ich etwas vor. Ja, wir bauen heute Hovercrafts. Wenn ihr nicht wisst, was es ist, das sind einfach Autos oder ähnliches, die einfach über dem Boden schweben können. Und ja, ich habe jetzt Autos gesagt. Es sind nicht wirklich Autos, aber ich baue halt Räder dran, damit ich damit auch einigermaßen gut landen kann. Natürlich nutze ich dafür die Ionendüsen, da die recht effizient sind. Sie verbrauchen halt Strom, aber ich denke, das macht nicht wirklich viel aus. Und ich habe mir so ein Ziel gesetzt, nämlich dieses Hovercraft soll etwa 5 Sekunden in der Luft schweben können, bevor es irgendwie wegkippt. Also, ja, probieren wir es aus. So. Und ich versuche halt, von dieser Klippe runterzufahren. Ja, ja, nein, nein, okay, nein. Hat nicht so geklappt. Nächster Versuch. Die Düsen sind eigentlich schon genug. Aber ich mache noch mehr. Ich mache die noch mehr auseinander, damit die so ein bisschen mehr Gleichgewicht halten können. Ich glaube, ich mache RCS-Düsen dran, damit ich das besser steuern kann. So, 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 so. So, oh, fast vergessen. RCS-Düsen. Ja, ja. Ah, 3 Sekunden etwa. Okay. Dann machen wir die mal hier kaputt. Und ich versuche mal uns jetzt zu schrotten. Aber ich krieg's natürlich nicht hin. Immer wenn man es will, klappt es. Sonst eher nicht so. Nee, klappt nicht. Okay. So, dann mache ich nochmal eine Ionendüse ran. Und ich denke, dann sollte es auch klappen. So, RCS ran. So, so, so. Und aha. Ah, nein. Oh, ups. Ja, wenn man die Ionendüsen zu schwach einstellt. So. Okay. Hey, 4 Sekunden etwa. Und ich sollte ein Stückchen weiterfahren. Und ich krieg's natürlich nicht hin, weil mein Strom ausgegangen ist. Weil ich keinen Strom mehr habe. So. Ja, ich bin weit genug weg. Also, was könnte man jetzt noch verbessern? Vielleicht eine Batterie weniger, aber dann müssen wir das neu vom Gewicht her verteilen. Machen wir das mal so und so und dann noch so, so, so. Dann machen wir natürlich hier noch eine zweite, sechste RCS-Düse ran. Ja, ich denke mal, so ist das Gewicht gut verteilt. Wobei, ich denke, ich mache das, naja, so. Weil der Tank ist, der hier, der ist weitaus schwerer als die Kapsel. Deshalb mache ich das so. So, oha, der Strom, der geht mir ganz schnell aus. Okay. Dann mache ich den erst später.
Oh Gott. Ah. Ist mir weggekippt. Der kriegt aber noch einen zweiten Versuch. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich weiß nicht, ob ich alle erwischt habe. Nein, natürlich nicht. So, RCS-Düsen an. Und los. Ja. Oh mein Gott. 6, 7, oh. 7 Sekunden. Komm, das schaffen wir noch mit 10. Ich habe eine Idee. So eine Art Aufladestation. Da machen wir das hier ran und das und das. Dadurch wird die Batterie schneller aufgeladen und ist natürlich voll, was ja auch irgendwie Sinn ergibt. So, laden wir die mal ganz schnell auf. Machen währenddessen das hier an. So und so. Batterien sind voll. Jetzt gibt das weg und geht natürlich nicht kaputt. Oh. Los geht's. Aha, ja, oha. 8, 9, verdammt. Es liegt aber nur daran, dass hier überall diese Wagen rumliegen. Okay, das lag nicht daran, dass ich das schlecht gebaut habe. Wie hängt dieses Rad eigentlich noch an unserem Auto? Ich weiß es nicht. Komm, komm. Ach Mann. Ich krieg's nicht kaputt. So. Los. Komm. Komm. Komm, mach's kaputt. Ja, nein. Ja, okay, es ist in Ordnung. So. Das da stört noch. Machen wir mal alle weg. So, versuchen wir es nochmal. Öffnen, öffnen, öffnen. Alle Düsen anmachen. RCS-Düsen auf 100% und machen wir ab. Fahren ein Stück weg. Und los. Komm. Ah, ich habe ein bisschen. Ich habe zu spät die Düsen aktiviert. So, fahren wir bis hierhin und starten nochmal. Damit werden wir es garantiert schaffen, über 10 Sekunden zu fliegen. So, 100% machen. Elektrizität ist gleich voll. RCS-Düsen dran, an, fahren. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Akku leer. Och nö. Komm, sag mir jetzt nicht, dass es daran gescheitert ist. Okay, dann bauen wir das hier eins weiter, machen eine größere Batterie ran, machen das hier rein. Komm, damit schaffen wir es aber garantiert jetzt. So, alle Düsen an, RCS-Düsen an, ausmachen 100%. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, fast zwanzig. Fast zwanzig.
Ihr seht, mein Ehrgeiz ist zu groß. Mehr Batterien. Schnell. Ja. Vielleicht eine Düse noch mehr dran klatschen. Weil es war teilweise schon echt knapp. Ich musste mit den RCS-Düsen nachhelfen. Komm, das noch dran. Das dran. Vielleicht so aufteilen. Übrigens, Leute, es gibt momentan eine Abstimmung auf meinem Kanal. SFS ist auf dem letzten Platz zusammen mit Minecraft PE. Und ja, Leute, wenn es euch gefällt, solltet ihr unbedingt da mal abstimmen. Denn wenn es nicht mehr abgestimmt wird, also wenn es zu wenig Stimmen bekommt, gibt es das vielleicht nicht mehr. Also fürs Erste nicht mehr. Wenn es SFS nicht schafft, dann werde ich wahrscheinlich erstmal bis zum 1.5-Update warten. Es ist traurig, dass es nicht rauskommt, aber daran kann ich nicht wirklich was ändern. Ja, bis dahin wird das Spiel dann pausiert. Und es gibt kein SFS mehr für euch. Das ist natürlich schade, deshalb solltet ihr unbedingt bei meiner Abstimmung abstimmen. Und ich würde sagen, wir halten uns nicht auf und machen diese 20 Sekunden voll. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, vierundzwanzig, fünfundzwanzig, sechsundzwanzig, siebenundzwanzig, achtundzwanzig, neunundzwanzig. Das reicht. Also Leute, ihr seht hier ein ganz simples Hovercraft. Könnt ihr euch nachbauen. Mit Aufladestation zählt natürlich nicht dazu. Nur damit die Batterien schneller voll werden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und stimmt unbedingt ab. Wir sehen uns dann vielleicht wieder. Tschüss. Ja, man kann es auch übertreiben. Das ist genau das, was ich hier gerade mache. Und ich weiß, ich sollte es nicht tun. Aber ich mache es trotzdem. Batterien sind voll. Wir geben Gas. Ich hatte eben schon ein Try. Da. Im Vergleich dazu sind alle anderen gar nichts. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht die ganze Zeit an Höhe verliere. Und ich verliere an Höhe. Guten Tag.
Das war mein Try von vorhin. Also ich bin doch einiges weiter geflogen. Und ich habe nicht mitgezählt, aber ihr seht das jetzt wahrscheinlich rechts oben eingeblendet. Es ist wahrscheinlich über eine Minute, wahrscheinlich auch über 1,5 Minuten, vielleicht sogar 2. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, Leute, stimmt ab bei der Abstimmung auf meinem Kanal, wenn ihr mehr von sowas wollt. Tschüss.